Seid gegrüßt. Unfassbar. Wer hätte gedacht, dass der Kyle07 mal wieder zu YouTube spricht, zu seinen Abonnenten? Ja, es ist mal wieder soweit. Nach so saulanger Zeit, ich muss mich meinem Fable fürs schizophrene Gelaber mal wieder ordentlich hingeben, ja. Ne, jetzt mal Spaß beiseite. Wie ihr im Videotitel lesen könnt, ist das Thema dieses Videos nicht so schön. Und zwar habe ich gestern erfahren, dass, ja, mein YouTube-Channel RotDS, oh, ich sag Rot, ja, RotDS Kyle07, ich weiß selber gar nicht, wie man das ausspricht, egal, mein YouTube-Channel dürfte nach dem, was ich gestern erfahren habe, nicht mehr existieren. Ja, wie ich schon am Anfang dieses Jahres euch erzählt habe, mittels eines Videos, habe ich viel mit Rechten und so weiter zu kämpfen, diese ganzen Content-Verstöße. Und ja, hier sind wir bei den Einstellungen meines Channels. Und ja, ich habe sogar eine E-Mail bekommen. Ich gucke hier eigentlich fast nie rein. All die Videos hier, die habe ich euch schon mal gezeigt. Ist altbekannt. Ja. Und neu hinzugekommen sind diese zwei Videos. Star Wars Movie Duels 2 Part 26. Ja, da braucht man sich nicht wundern. Da läuft das Lied, wie man hier im Titel sieht, Battle of the Heroes. Also Content geschützt, kann ich verstehen, Star Wars Mucker, muss man ungeheuerlich aufpassen. Aber was kann ich tun? Du musst keine Maßnahmen ergreifen, dein Video ist immer noch weltweit verfügbar. Manchmal kann Werbung da sein, aber wenn wir hier raufklicken, hier ist keine Werbung. Zumindest bis jetzt ist noch keine Werbung da. Egal was YouTube macht, mir ist es scheißegal. Und ja, das Video ist noch okay, sagen wir es mal so. Und ja, diese Kommentare hier, ey, das ist so lustig. Ja, das Wichtige jetzt hier in dem Video ist, die E-Mail, die habe ich, die ist schon zwar im Papierkorb, aber ich kram, existiert noch, aber ich kram das nicht raus, ich erzähl's euch. Hier, Scarface, the world is yours on Windows Vista. Ja, das Game hat, sagen wir mal, kaputte Grafiken auf Windows Vista und Windows 7 aufgewiesen. Ja, ob es jetzt direkt an diesen beiden Betriebssystemen wegen DirectX 10 oder wegen Mehrkernprozessoren liegt, weiß ich nicht. Egal. Jedenfalls habe ich mal ein Tutorial hier reingepostet, wie man das Spiel auf Vista zum Laufen bringt. Jetzt aber, ich habe da Mucke von dem Film. Scarface ist ein Film, ein geiler Film der 80er Jahre, kann ich nur empfehlen. Wer auf Gangsterfilme oder raue Filme steht. Aber, ich verstoße da gegen Content und ist das ein Zufall, dass zufälligerweise jetzt in diesem Monat Scarface auf Blu-ray erschienen ist? Ist das ein Zufall, dass jetzt plötzlich die Content-Verstöße verschärft wurden? Nein, ist es nicht. Die releasen den Film und ja, dann machen die Augen auf. Oh, wir müssen auf YouTube mal wieder die Augen aufmachen. Und ja, dein Video ist folglich weltweit gesperrt. Boah, dachte ich mir. Also wenn ein Video weltweit gesperrt ist, ist es komplett weg. Es existiert nicht. Aber es existiert doch. Ich muss schnell auf Pause drücken, sonst verstoße ich wieder gegen Content. Ja. Und was machen wir hier? Jetzt mal Erklärung. Wenn ein Video weltweit nicht verfügbar ist, es ist eigentlich dann schon gelöscht. Was hier ist, ist mir komplett neu. Ich will es euch mal zeigen. Wenn ein YouTube-User drei Videos auf YouTube hochgeladen hat, die dann irgendwann gelöscht werden, dann kann man Aderiverci, wie auch immer, zu seinem Account sagen, weil dann ist man weg. Das ist eines der Regeln von YouTube, dass man gelöscht wird. Hier muss ich aufklicken. Ja, man wird gelöscht und der Kyle war so dumm, er hat in seiner Vergangenheit zwei Videos hochgeladen, die gegen Content verstoßen haben. Aber das sind solche Grenzfälle, ich glaube, heute würden die nicht gelöscht sein. Und zwar zeige ich euch das. Datenschutz könnte das sein? Nein. Konto verwalten könnte sein? Dein Status deines Kontos ist nicht in Ordnung, bla bla bla, Urheberrecht. Maßnahme 1. Das erste Video, das von mir gelöscht wurde, war Star Wars, der Clone Wars Trailer. Den habe ich
Der wurde sehr schnell entfernt. Ich glaube, ich habe ihn Anfang 2008 oder Ende 07 hochgestellt. Boah. Der war nur ein paar Tage online, ohne Scheiß jetzt. Ja, das Video ist weg. Verständlich, aber schon ein bisschen gay. Lucasfilm veröffentlicht einen Trailer zu deren Serie The Clone Wars und ich habe Trailer hochgeladen. Ja, dann löschen sie das. Ja, ich weiß nicht. Heutzutage werden Trailer schon ein bisschen geduldet. Ja, soweit ich es mitbekommen habe. Maßnahme Nummer 2. 2007 habe ich von TV Total diese Nipples mir runtergeladen. Ihr kennt ja, wenn Stefan Raab auf den Knopf drückt und dann kommen so diese banalen Sachen. Und ja, davon habe ich eine Zusammenstellung von 2007 hochgeladen und 2 Jahre später wurde es entfernt. Super. Ja, jetzt habe ich diese zwei Lasten in mir. Und das ist schon hart. Wenn ich jetzt auf YouTube rumgehe, Mann, machen wir jetzt TV Total, gehen wir das mal ein, wir finden da was. Und mal gucken aufs Datum, seit wann das online ist. Das wird echt hart sein, warum das mich getroffen hat. Na, wo ist die Scheiße? Ich habe mal was, da 2011. Na, das ist schon aktuell. Lassen wir jetzt mal Medley. Nippel, 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 Nippel. Ja. Okay, sind aktuelle Videos. Die tun doch fleißig löschen. Okay, habe ich mich geirrt. Ja. Das ist etwas, wo man sich die Hände für verbrennt, Kinders. Wenn da jemand die Rechte an diesen Schnipseln hat. Und jetzt das dritte Video, Scarface. Leute, wisst ihr, was das wäre? Die hätten den Konto hier ohne Aber und Wenn dicht gemacht. Und das wäre verdammt hart für mich. Hallo. Das ist. LPs machen. Das ist ein Hobby, das ich aktiv seit 2009 betreibe. 955 Videos sind es bei circa einer Laufzeit von 15 Minuten. Das ist krank. Denkt mal nach, wie viel Aufwand, Zeit und Arbeit jetzt verloren gegangen wäre. Hi, wie geht's so? Ja, super. Ja, Leute, was jetzt Content angeht, ich habe mir schon überlegt, die wichtigsten und besten LPs aus meiner Sicht zu speichern und auf dem Extra-Channel hochzuladen. Na, aber weil das so viel Zeit ist bei so viel Videos, habe ich mir überlegt, sich brav jetzt an die Content-Regeln zu halten. Und ja, ich hatte mich daran auch schon ein bisschen daran gehalten. Und zwar, die Videos, die in gewisser Weise einigen Ländern, wie zum Beispiel hier Deutschland, gesperrt waren, habe ich mit Audio-Swap versehen, wie wir es hier sehen. Eines meiner ersten Videos, nicht das zweite. Ich habe hier dazwischen der ersten Videos vieles gelöscht. Und ja, machen wir aus, sonst gibt es hier wieder auch Content-Verstoß. Ja, Audioswap, nichts Tolles, muss ich sagen. Und schaut mal, 2007, 08, 09 Videos habe ich gemacht. Und dann Juni 09 aktiv mit dem LP begonnen, mit dem LP. Das ist krass, es geht hier weiter. Die Liste kann ich jetzt das ganze Video lang zeigen. Und währenddessen labern wir jetzt. Hier ist sogar das Scarface-Video, ja, was ihr jetzt nicht sehen könnt. Genau, bezüglich des Videos, was mache ich da jetzt? Was toll an YouTube ist, man kann jetzt Videos editieren. Guckt mal. Hier, Video bearbeiten. Die Scheiße stürzt andauernd bei mir ab. Aber ich werde ungefähr die Hälfte des Videos schneiden, da wo die Mucke nicht vorkommt. Weil die erste Hälfte ist zeigen, welche Probleme man bei dem Game hätte. Also diese falsche Grafik. Und erst ab 5. Minute irgendwo kommt mein richtiges Tutorial. Ja, wegen 11 Minuten Limit habe ich damals das Video nur so lang gemacht. Okay, jetzt genug gelabert. Ich schneide das Video zurecht, so dass es legal ist. Ich hoffe, ja, der Content-Verstoß müsste sich aufheben. Und ich möchte jetzt ein braver Bubi auf YouTube werden. Dass hier wegen Movie Duels 2 ich noch geduldet werde, das ist, boah, wirklich wundert mich. Also Battle of the Heroes, Part 26, der erste Part, der gegen was verstößt, aber erst jetzt. Cool, wie sie sich plötzlich umentscheiden, die Drecksäcke. Die finden halt mein Video wegen den vielen Views und dann, ah, da ist etwas, was die automatische Suche nicht gefunden hat. Sofort Werbung draufklatschen, wir machen Geld. Nee, das ist echt geil, dass sie Werbung draufklatschen, dann löschen sie die Videos nicht. Habe ich jetzt viel gelabert, ey, ist schon. Was, wir sind schon hier so weit?
Alter. Krasse Sache. Es ist gut, dass sie Werbung draufklatschen, weil ja, das tut einem das Löschen des Videos wirklich ersparen. Und stellt euch jetzt mal die RTL-Blamage vor, die vor paar Wochen war. Vor einem Monat besser gesagt, hätte ich da das Video hochgeladen, wo man den Beitrag sieht, da wäre der Channel 100 Pro weg. Da hat's RTL nicht lange rumgefackelt. Die haben diese Videos gelöscht. Schon harter Tobak. Und wisst ihr, was ich geplant hatte? Hier bei Fluch der Karibik. Bis Part 17 habe ich Let's Played. Warum ist das Part 9? Es geht noch weiter. Bis Part 17 habe ich Let's Played. 15 wartet noch vom Upload. Ja, das ist, warum ich jetzt so lange nichts hochladen konnte. Ich warte auf die Sprecher, die für mich synchronisieren. Und ja. Bei Part 17 ist halt das Aktuellste so auf den Punkt jetzt gebracht. Und bei Part 18 wollte ich eine Mod nutzen, die bei Fluch, die hier in das Spiel Fluch der Karibik Musik aus dem ersten Film einfügt. Ja, tut die Atmosphäre cool heben, keine Frage. Aber jetzt, wo wir an Scarface gesehen haben, die haben mein Video gesperrt wegen der Musik. Und die Musikerkennung hat, die haben erst nach 2 Jahren entdeckt, ah, das Video verstoßt gegen Content. Ich will mir hier nicht den Account verlieren, Mann, ey. Das ist so eine Scheißarbeit, die ich mich hier. Ich habe mir die Finger bunt geschrieben, nicht, aber getippt habe ich sie mir bunt durch all das Zocken. Es ist erst der Anfang der LPA-Karriere, würde ich jetzt mal sagen. Viele Games, die ich noch so gern spielen würde, sind noch nicht gezockt. Und ja. Ja, jetzt habe ich irgendwie zu viel gelabert, so wo es nur darum geht, dass mein Channel eigentlich weg sein müsste, ja. Ja, wann kann ich wieder was LPen? Ich könnte jetzt was aufnehmen, aber die Festplatte ist voll. 2D-Games, Crossover, kein Bock. Wir haben, schaut mal, ihr seht ja, 16:51 Uhr. Das ist so krass, um 15 Uhr ist meine Berufsschule aus gewesen. Eine und eine halbe Stunde brauche ich hierher zu kommen. Und ja, jetzt habe ich gefressen und nehme jetzt das Video auf. Schon geil. Geil bin ich. Habe ich getrunken oder was? Ich meine schon hart. Ja, Leute, ich würde gern LPen. Mace of Galeas ist es so geil, aber zieht mich nicht an, das ist jetzt nicht gut. Prince of Persia, ich würde dich auch gern beenden. Ja, aber wir warten alle eine Warteschleife wegen Fluch der Karibik, ja. Ah ja, übermorgen habe ich Betriebsausflug auf die Wiesen, das wird geil. Ja, was soll ich sonst noch so von mir erzählen? Ach ja, Leute. Pum, 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 pum. Ja, Content. Damals hieß es sogar, man kann verklagt werden, wenn es die Firma will. Das wär's, dass ich mir noch eine Klage einfange. Ja, also gehen wir nochmal hier hin. Wo sind all die Videos, die gegen Content verstoßen? Ja, behebe ich, indem ich es schneide, wenn nicht, keine Ahnung. Vielleicht lösche ich sie, ich will mir so eine Last nicht behalten. Movie Duel, ich kann hier nichts ändern. Die Musik ist während des LPs. Ich kann das Video nicht downloaden, dann zurechtschneiden und dann wieder hochladen. Das geht nicht. Und Audio Swap macht in einem LP erst recht keinen Sinn. Ja, hier erst recht nicht. Hier heulen sie wegen der grafisch aufwendigen 3D-Cutscene bei der Sands of Time, wo ich mir noch Mühe gegeben habe, sie in Originalauflösung hochzuladen. Ja, verstößt gegen Content, aber ja, wird nur Werbung eingeblendet. Irgendjemand verdient an mir Geld. Naja, zu Recht. Ja, Ubisoft verdient daran Geld, an ihrem eigenen Spiel. Nicht irgendwer, Kyle, laber nicht so Mist. 100 Abonnenten-Special. Auch erst jetzt dieses Jahr verstößt es gegen etwas wegen wegen Musik von The Sands of Time. Und ja, ich muss jetzt Schluss machen. Bla bla bla, der Rest verstehst du immer gegen Musik. Nur noch halbe Minute zum Labern. Ja, ich würde gern LPen, Leute. Geht aber schlecht. Was spiele ich als nächstes? Mich reicht irgendwie Super Mario Bros. 2 mal wieder. Vielleicht wird was draus. Und ja. Das war's von mir, euer Kai07. Was ist das für ein scheiß Abonnent? Der ist alt, glaube ich, den habe ich schon lang. Noch 10 Sekunden! 10, 9, 8, 7, 6. Ich vermisse euch, Mann. Tschüss.